Ihr seid auch immer auf der Suche nach neuen Tricks, satisfying Kugelbahn-Momenten und atemberaubenden Quaggy-Tracks-Ideen? Dann sind unsere 5 Fundstücke des Monats genau das Richtige. Die Clips aus der Community bieten wieder jede Menge Action und kreative Ideen für eure Kugelbahn. Haben wir einen Knick in der Optik oder ist das die Fast Rail? Im Kanal von Kugel on Track bekommen wir 3 neue Tricks geschenkt, die ihr unbedingt sehen solltet. Wir sind baff, dass sich die Fast Rail so krass biegen lässt. Wie genau das geht, lässt sich aus den Videokommentaren herauslesen. Der 2. Trick besteht aus einem Elements-Trio, mit dem die Strecke doppelt bespielt werden kann. Zuerst rollen 3 Kugeln aus der Tip-Tube zur Gausskanone, die wiederum den Startschuss für die Kaskade gibt. Die Kugel darin fliegt zurück und löst erneut die Gausskanone aus, allerdings in umgekehrter Richtung. Über die Spirale rollt die Kugel letztlich ins Ziel. Gefällt uns sehr. Genau wie Trick Nummer 3. Davon können wir einfach nicht genug bekommen. Dafür und für das gelungene Video bedanken wir uns ganz herzlich. Im Kanal von Kugeltricks haben wir diese actionreiche Bahn gefunden, in der gleich 2 Powerstarter verbaut wurden. In beiden warten jeweils 3 Kugeln auf ihren Einsatz. Los geht's bei Sekunde 30. Die erste Kugel durchläuft einen kurzen, aber sehr trickreichen Abschnitt. Genau wie Kugel 2. Erst die dritte durchläuft eine deutlich längere Runde, die zudem mit 4 Elements aufwartet. Bei 1 Minute und 4 Sekunden entlädt der 2. Powerstarter seine erste Kugel. Auch hier zeigen sich wieder sehr abwechslungsreiche Streckenverläufe. Vom Colorswap bis hin zu den Transfers liefern weitere Elements und Kombinationen eine richtig tolle Bahninspiration. Ab 1 Minute und 33 Sekunden werden nochmals alle Strecken aus anderen Perspektiven gezeigt. Auch dafür sagen wir ganz herzlich Danke. Habt ihr sowas schon mal gesehen oder selbst ausprobiert? Bricks and Gravity hat sich getraut, eine riesige Bahn auf nur einer Stütze zu bauen. Wie man aus den ersten Videosekunden herauslesen kann, war es mit 105 Arbeitsstunden die bislang zeitaufwendigste Konstruktion. Nach vielen Rückschlägen gelang es jedoch, eine 1,5 Meter hohe und 1 Meter breite Bahn zu bauen. Großen Respekt schon mal dafür! Die Bahn ist optisch wirklich ein Highlight. Los geht's ab 54 Sekunden mit einem mega schönen Bild parallel laufender Kugeln. Danach rollen die Kugeln sehr schnell und in vielen Nahaufnahmen den Turm hinunter. Besonders gut gefällt uns, dass die Bro-Steine und Wände immer wieder kreativ umspielt werden. Die lange Bauzeit hat sich definitiv gelohnt. Klickt euch mal ins Video rein. Eine eindrucksvolle Pro-Wand, viele Tricks und coole Einsätze der Power Elements sehen wir im nächsten Clip aus dem Kanal von Quavitrax Masters. Die erste Kugel beginnt ihre Reise bei 30 Sekunden mit einem langgezogenen Start entlang der Pro-Wand. Danach sorgen die Helix, der Looping und die Doppelkombo aus Kaskade und Gausskanone für ordentlich Beschleunigung. Am Vulkan angekommen werden 2 neue Kugeln freigegeben. Diese durchlaufen 3 Minuten lang einen action- und trickreichen Parcours. Bei 3 Minuten und 45 Sekunden wird der Powerstarter ausgelöst und schickt 3 neue Kugeln auf die Strecke. Zuerst entlang der Pro-Wand, dann teilt sie der Mixer und schickt sie in 3 unterschiedliche Richtungen. Auch hier ist jeder Streckenverlauf sehr abwechslungsreich und liefert gravitastische Inspiration. Dafür möchten wir uns ganz herzlich bedanken. Zum Abschluss dürft ihr euch zurücklehnen und das beruhigende Kugelgleiten auf euch wirken lassen, das uns das Video von Lennox Marble Runs beschert. Ob nur mit einer Kugel, die langsam wiegend hin und her schaukelt, oder mit unzähligen Kugeln auf einer Art Bodenplatten-Rennstrecke, hier dürfen wir 5 satisfying Kugelbahnen bestaunen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Auch sind wir hin und her gerissen zwischen Teil 1 und Teil 2. Beide Videos bescheren so viele schöne Gravitrax-Momente. Das müsst ihr unbedingt gesehen haben und auf euch wirken lassen. Einfach magisch. Dafür sagen wir von Herzen Danke. Welches Video hat euch dieses Mal besonders begeistert und warum?
Verratet es uns in den Kommentaren. Und vergesst nicht, den Link zu eurem Krabby Cracks Video einzufügen. Wir schauen dann sicher mal vorbei. Wir sagen Danke und freuen uns schon auf den nächsten Monat mit vielen tollen Clips aus der Krabby Cracks Community.